Hey ho, Freunde, und damit willkommen zu einem weiteren Stream. Ich hoffe doch, soweit funktioniert alles wieder. Wir haben ein bisschen Delay, deswegen warte ich mal, bis wir auch das Signal hier bekommen von PlayStations Seite. Aber ja, ich hoffe, es passt soweit. Ich bin noch ein klein wenig erkältet, aber schon wesentlich besser als zuvor. Ja, und jetzt sehe ich auch mein eigenes Bild hier. Super. Yay! Halli, Hallöchen, Freunde. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen, Maddix. Hallöchen, Klett, Hachi. Jenny ist bestimmt auch am Start und schreibt gleich Hallöchen. Hallöchen, Ahrenbruchtal. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Lag. Aber nein, es funktioniert alles soweit. Der König der Kartoffeln. Hallöchen, Fledermaus. Hallöchen, Hallöchen. Nee, es sieht gut aus. Es läuft soweit, oder? Leute, könnt ihr mal kurz Feedback geben? Hört ihr mich gut? Ja? Läuft alles? Ja. Juhu, ich brauche ja noch ein bisschen Vorbereitungszeit für diesen Stream, den wir jetzt vor uns haben. Denn das wird was ganz Besonderes. Ich zeige euch einfach mal, wie ich meine YouTube-Videos schneide. Was geht ab, ey? Ein kleiner Einblick in meine Arbeitswelt. Und dazu nutze ich tatsächlich die PlayStation. Denn wir nutzen heute Share Factory. Das ist das hauseigene Programm von PlayStation, um Videos zu schneiden. Kaum einer benutzt, kaum einer kennt es auch. Aber tatsächlich ist es ja, ein sehr gutes Programm, ein sehr einfaches Programm. Und ihr seht schon, Gesamtspieldauer für dieses Spiel in Anführungszeichen, über 1000 Stunden schon darin verbracht. Das ist jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, immer mein meistgespieltes Spiel bei PlayStation Rückblick sozusagen. Aber ja, was will man machen, ne? Man kommt nicht mehr zum Zocken, muss die ganze Zeit nur arbeiten. Aber man will sich auch nicht beschweren. Man hat ja einen schönen Beruf. Ja, schön, dass ihr mich hört. Herr von und zu TCG-Kartoffel. Genau. 1093 Stunden. Ja, da ist einiges zusammengekommen, die letzten paar Jahre mittlerweile schon. Krass. Genau. Share Factory gucken wir uns heute an und passend dazu habe ich eine kleine Roomtour gemacht von mir zu Hause, von meinem Arbeitszimmer und auch Jennys Bereich, abgefilmt mit der Handykamera und das importieren wir jetzt gleich in Share Factory rein und gucken uns dann mal an, ob das funktioniert, wie das da drin ausschaut und was man dann damit so anstellen könnte. Vielleicht gehen wir später auch noch in God of War ins Valhalla DLC. Dazu plane ich nämlich tatsächlich auch ein Video. Dann nehmen wir kurz was auf. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Packen ein paar Schnipsel aneinander und lade das dann in Share Factory rein. Und ich zeige euch einfach, wie man damit theoretisch arbeitet. Ja? So, Ahrenkartoffel, wie geht's dir? Schon wesentlich besser als letztes Mal. Schon wesentlich besser. Nicht mehr ganz so verschnupft. Aber immer noch ein bisschen. Ein bisschen Husten ist noch da, aber es geht völlig klar. So, dann schalte ich mal kurz die Szene um. Und zwar auf die Monitoraufnahme, genau. Genau, und dann habe ich jetzt hier, warum auch immer keine Hintergrundmusik mehr, sorry erstmal dafür. Dann habe ich jetzt hier schon die Roomtour vorbereitet, die wir uns gleich angucken werden. Und ich muss das Ganze auf einen USB-Stick jetzt packen, um das auf die PlayStation zu laden, ne? Weil ich will ja alles auf der PlayStation sozusagen schneiden. Und habe aber das jetzt mit dem Handy abgefilmt. Also, wie überträgt man das Ganze? Ich versuche erstmal, genau, den Stick reinzubekommen. Und zwar braucht ihr dann tatsächlich einen eigenen Ordner auf eurem USB-Stick. Zum Beispiel, wenn ihr das übertragen wollt, der Share Factory heißt der Ordner. Und hier habt ihr dann, das müsst ihr auf Englisch machen, Images, Musik und Videos. Das müsst ihr auch wirklich so benennen, diese Ordner, damit das Ganze funktioniert. Und bei Videos habt ihr dann alle möglichen Videos, die ich schon mal jemals benutzt habe sozusagen. Da packe ich jetzt auch die Roomtour rein und packe den USB-Stick jetzt gleich in die PlayStation und lade das dann in mein Share Factory Programm rüber. Dann gucken wir mal, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, ne? Genau, brauchen wir hier sonst noch was? Ach ja, ich habe euch noch ein kleines Bild vorbereitet und zwar haben sich ja einige gefragt, wie der goldene Controller ausschaut von dem EAFC-Bundle oder von dem PlayStation-FC-Bundle. So sieht der aus, ja. Hat es noch nicht ganz in meine Roomtour geschafft, deswegen hier ein extra Bild für euch, falls es euch interessiert. So, haben wir den auch einmal abgehandelt. Und genau, die Roomtour ist hier auf dem USB-Stick. Perfekt, dann kann ich eigentlich zum Spiel rüberschalten.
Genau, perfekt. So, dann seht ihr jetzt hier Share Factory. Dann starten wir den ganzen Lachs mal. Ich packe den USB-Stick in meine PlayStation und gehe jetzt hier rüber auf den letzten Reiter und sage jetzt hier Videos importieren. Dann seht ihr hier schon die ganzen Videos, die ich schon mal importiert habe. Das ist eine ganze Menge. Und sage jetzt hier von USB importieren und jetzt werden mir hier alle angezeigt, die auf dem USB-Stick unter Share Factory in dem Videos-Ordner sind. Das Gold ist wirklich hübsch, ja, das passt zu Weihnachten. Ich finde den auch ziemlich cool, den Controller, muss ich schon sagen. So, jetzt müssen wir die Roomtour hier einmal suchen. Da ist sie, Roomtour MP4, tolles Standbild auch. Genau, dann machen wir einmal X, haben wir es abgewählt und jetzt angewählt und jetzt importieren wir das Ganze. Jetzt dauert das ein bisschen, solange kann ich mit euch schnacken und euch eine kleine Umfrage reinziehen. Guck mal, als wäre das hier so geplant gewesen von mir. Ist ja klasse, ey. So, und zwar würde mich mal interessieren, Leute, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ein YouTube-Video zu machen? Ja, und auch getan. Ja, aber nicht getraut. Nein, ich weiß auch gar nicht worüber. Oder nein, weil ich nicht schneiden kann. Zumindest den letzten Punkt kann ich euch auf jeden Fall heute erklären, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht schon im Hintergrund, wie die Roomtour gleich ausschauen wird. Hier in der Mini-Vorschau war so lange gibt es, wie gesagt, hier die Umfrage. Also für mich heißt natürlich ja und auch getan, ist ja ganz klar. Ich habe ja schon einige YouTube-Videos veröffentlicht. Vielleicht kennt der ein oder andere auch meinen Kanal. Na, ich heiße ja hier genauso auf YouTube, Kartoffelkönig. Da gab es jetzt in letzter Zeit sehr viel Diablo. Hoffentlich kommt bald das Elden Ring DLC, denn ich habe richtig Bock auf weitere Elden Ring Videos. Mal gucken, wie lange das noch auf sich warten lässt. Ja, so, was habt ihr noch so geschrieben? Klingt sehr, sehr schlimm immer noch nach der Kartoffelpest. Kling ich immer noch so schlimm, echt? Oh Mann, oh Mann. Also einen Weihnachtsbaum hängen. Oh, dafür ist der Controller wahrscheinlich ein bisschen zu schwer und tatsächlich werde ich wahrscheinlich auch gar keinen Weihnachtsbaum hier in der Wohnung haben. Aber vielleicht schmuggle ich den noch bei Jenny rein. Mal gucken. So, ich muss mich einmal ganz kurz für 10 Sekunden stumm schalten. Ich mache mal einmal kurz die Tür auf, dann ist es nicht ganz so hallig hier, glaube ich. Genau, und das Video hat jetzt auch schon importiert. Super. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder zurück. Ich hoffe, es klingt ein bisschen besser. Aber vielleicht hört ihr auch überhaupt keinen Unterschied. So, also die meisten sind tatsächlich, als ob. Die meisten von euch haben schon mal ein YouTube-Video gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Dann gebe ich euch hier noch ein paar Tipps vielleicht, wie es beim nächsten Mal noch einfacher und cooler geht. So, dann löse ich einmal auf. Hab nur für Pili mal ein Tutorial zu Final Fantasy 16 wegen einer Skillung hochgeladen, damit er weiß, wie man diese spielt. Geile Sache. Wahrscheinlich dann Papa Pudding auch über PlayStation einfach aufgenommen, oder? Mit der Clip-Funktion. Mit der Share-Taste sozusagen. Geil. Ich weiß aber nicht, was Queenie hat. So viele TCG-Sachen habe ich gar nicht gesehen. Ah, abwarten, abwarten. So, wir lösen einmal auf. Die meisten tatsächlich schon mal ein YouTube-Video gemacht. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die meisten von euch haben noch nie eins gemacht. Aber YouTube gibt es ja mittlerweile auch schon eine ganze Weile. So, die Roomtour ist jetzt importiert. Tryon, jetzt habe ich genau leider die Umfrage schon rausgenommen. Aber beim nächsten Mal. Ich habe noch zwei weitere Umfragen für dich dabei. So, also das Video ist importiert. Jetzt kann man hier theoretisch noch weitere Bilder importieren, wenn man zum Beispiel, so wie ich, manchmal Screenshots einblenden möchte während dem Video. Dann kann man das hier machen, genauso wie ich es gezeigt habe, über den USB-Stick. Das ändert sich noch, da wird jetzt ordentlich bestellt. Ordentlich. Ja, mal gucken. Also One Piece wird auf jeden Fall bestellt, das kann ich schon mal sagen. Musik kann man auch noch importieren, wenn man hier ein bisschen Hintergrundbeschallung möchte. Das kann man sich auch nochmal dann anhören, wie sich das so anhört. Ich nehme meistens ja, copyright-freie Musik halt, damit ich das auch in den YouTube-Videos verwenden kann. Hier zu Cyberpunk zum Beispiel, Synthwave, Chill Cyberpunk-Musik. Ja, sowas. Dum, 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 dum. Oder wenn ich jetzt mal sage, keine Ahnung, ich will was vom Assassin's Creed Mirage, dann lade ich mir da das OST, also die Hintergrundmusik sozusagen von dem Spiel runter. Genau. Ja, so läuft das.
So haben wir dann so eine kleine Bibliothek hier nach und nach aufgebaut. Und dann haben wir Videos, Bilder und die Musik. Und dann können wir jetzt hier ein neues Projekt erstellen. Mit dem Video Editor. Das ist sozusagen das größte, die größte Funktion, die wichtigste Funktion von Share Factory. Und da gehen wir jetzt mal rein. Da kann man sich jetzt sozusagen ein Kreativpaket aussuchen. Diese Kreativpakete bestehen im Prinzip aus Intro und Outro. Ich lasse die meistens weg, weil ich meine eigenen mittlerweile habe. Aber das könnt ihr hier theoretisch verwenden. Ja, wenn ihr halt so einen coolen, ja, kleinen 2-3 Sekunden Abschlussbanner noch haben wollt, ne? Oder von Share Factory auch. Genau. Da könnt ihr euch austoben. Es gab sogar mal, glaube ich, bei der PS4 richtig, richtig viele Themes, die man sich runterladen konnte. Zum Beispiel auch von Cyberpunk. Also ist nicht von Cyberpunk 2077, aber so ein Cyberpunk-Design, sag ich mal. Das habe ich sogar tatsächlich mal verwendet. Genau. Oder ihr habt schon einige Videos vorbereitet und könnt dann auf meine Projekte gehen. Und da seht ihr tatsächlich alle, die ihr schon mal gemacht habt. Und in dem Fall alle, die ich schon mal gemacht habe. Eine ganze, ganze Menge. Das wollen wir nicht zeigen. Das ist ja der Konkurrent. Genau. Und theoretisch könnt ihr dann auch so eins einfach reinladen. Da seht ihr jetzt natürlich, dass viele mittlerweile gelöscht sind, viele von den Sachen. Aber wenn das jetzt nicht der Fall wäre, könnte man das zum Beispiel auch kopieren und dann nur einen Teil davon verwenden, wiederverwerten und sowas. Da müsst ihr nicht immer von neu anfangen. Aber in dem Fall machen wir das. Wir fangen von neu an. Nehmen Kreativpaket PlayStation. Nehmen ruhig die Intros und Outros mit. Was soll's. Projekt beginnen, sagen wir hier. Und nennen das, das ist die Roomtour. Ja, die will ich euch jetzt mal zeigen. So. Die Roomtour beginnt und jetzt seht ihr hier, ist halt am Anfang sind halt diese Intros und Outros, das heißt, damit könnt ihr jetzt noch nicht so viel anstellen. Roomtour von United Potatoes, wie süß ist das denn? Geil. Okay. Ja gut. Also ich würde mal sagen, die uncoolen, die können wir wieder entfernen. Übrigens, wenn ihr Clips entfernen wollt, geht das auch ganz einfach. Ihr drückt Viereck, sagt dann hier Clips aufteilen, so mache ich das zumindest. Ihr könnt auch direkt Clips löschen machen. Ich mache meistens Clips aufteilen, weil ich vielleicht auch nur einen Teil davon haben möchte und mit der Funktion kann man hier trotzdem Viereck sagen und Clip löschen. Also ein kleiner Shortcut. Genau, jetzt haben wir hier sozusagen nur die coolen, das coole Intro, das coole Outro. Jetzt sagen wir hier Clip hinzufügen und nehmen uns die Roomtour mit. Na, die wollen wir ja eigentlich haben. So. Und ich kann die einfach mal abspielen lassen. Das ist sowieso ohne Sound. Und kann euch mal ein bisschen erzählen hier von unserer Roomtour. Denkst du, es wird so schlimm eskalieren? Ja, weil er übelst nervt damit. Also bitte, ey. Okay, ich höre im Hintergrund ein bisschen. Also ich habe sowieso nicht gelabert im Hintergrund, aber man hört halt, wie ich rumlaufe. Deswegen, wenn wir hier die Clip-Lautstärke einmal anpassen und sagen, ich will hier auf Null gehen, ich will nicht hören, was ich da im Hintergrund rumstöhne. Und dafür packen wir dann aber eine Musik drunter. Ja, eine ganz chillige Musik. Wie wäre es mit ein bisschen Elden Ring? Ja, genau, sowas zum Beispiel. Ne? Einfach ein bisschen Ambient Sound sozusagen dahinter packen. Dann hat man das schon mal. Und ja, das ist die Roomtour hier. Das ist mein Platz tatsächlich. Mein Reich, mein Arbeitsplatz. Da seht ihr schon ein bisschen Pokémon-Kram. Und dann in der Mitte ist unser Controller-Dingens und da ist auch Jennys Platz. Den zeige ich euch aber gleich nochmal in aller Ausführlichkeit. Ich weiß ja, euch interessiert das alles. Und wie cool, dass man bei Share Factory ja, jederzeit auch die Clips hier hin und her scrollen kann. Und das ist der große Schrank. Ich bin jetzt übrigens kürzlich umgezogen, also nicht so kürzlich, aber immer noch so, dass es ein bisschen leer ist und noch nicht komplett eingerichtet, falls ihr euch wundert. Aber ja, das ist hier das Highlight auf jeden Fall vom Zimmer. Mein Queenie-Thron, ja, stimmt. Den gucken wir uns gleich noch genauer an, aber das ist erstmal hier der Nerd-Schrank, sage ich mal. Das meiste davon ist tatsächlich von mir, ich meine, das ist ja auch hier mein Zimmer und meine Wohnung. Und hier ist erstmal meine Pin-Sammlung. Was haben wir da alles? Also erstmal schöner Diablo-Pin hier, dann haben wir hier Red Dead-Pins, dann haben wir hier meine richtige Pin-Sammlung, wo ich so einzelne Pins auch wirklich einstecke. Also ich bin großer Pin-Sammler, müsst ihr wissen. Von der Gamescom 2020. Da drüber in der Mitte haben wir, ich kann vielleicht mal reinzoomen, dann zeige ich euch mal ein paar Funktionen, schwenken und heranzoomen. Hier ist tatsächlich von Last of Us die zwei Pins, die auch Ellie an ihrem Rucksack trägt. Das ist auch das, was sie im Spiel tatsächlich an ihrem Rucksack hat, genau.
dass der Astronauten-Pin und ihr Firefly-Pin. Mal Abendessen, hau rein, Klett und guten Hunger. So. Und ja, sonst noch ein paar Sachen. Hier von Blizzard so ein paar Pins. Von Last of Us natürlich nochmal eine richtig schöne Pinsammlung. Ich habe tatsächlich die Collectors-Edition damals bekommen, auch von PlayStation. Habe ich mir diese coolen Sachen aufbewahrt. Monster Hunter Pins und von Gwent bzw. von Witcher sind auch noch ein paar Pins dabei. Und hier noch von Monster Hunter ein paar Sachen. Der Kesu, tatsächlich mein Lieblingsmonster bei Monster Hunter. Diese eklige Wurst, die unten rechts. Diese eklige graue Wurst ist mein Lieblingsmonster. Auch nochmal als, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Crochet oder so, das rechte Ding. Also auch nochmal der Kesu. Dann haben wir hier noch ein paar D&D-Würfel. Ich bin auch großer D&D-Fan. Vielleicht, kann ich schon mal spoilern, möglicherweise werden wir uns auch nochmal eine D&D-Runde hier auf dem PlayStation-Kanal antun. Dann noch eine Minifigur von mir. Und hier eigentlich das größte Highlight. Die coolsten Spiele, die ich hier auf meinem Kanal behandelt habe, mussten natürlich auch noch eine kleine Ecke bekommen. Elden Ring hier links, Cyberpunk hier rechts, ein paar coole Bücher, auch noch die Collectors Edition oder die besondere Edition, sage ich mal, von Spider-Man. Noch was. Auch der Controller da hinten, ja. Und über das linke reden wir nicht. Ja. Aber dafür von Red Dead noch eine coole Sache. Und natürlich in der Mitte der God of War Hammer, der gleichzeitig ein Stift ist. Wie geil ist das Teil? Dieser Hammer ist richtig selten. Den gab es nicht mal bei der Collectors Edition. Den gab es nur für Influencer teilweise. Genau, und von Reddit habe ich dann noch, was war das? So eine kleine Powerbank in Dynamitform. Hast du dein Paket auch schon bekommen, Hannibali? Oh, fragt Hannibali und Ahrenbruchtal. So, so. Habt ihr schon was bestellt, wa? Ja, das Buddy-Controller ist richtig cool. Dann haben wir von Game of Thrones noch ein paar Sachen. Von Narnia. Das ist Jennys Ecke. Und hier kommt natürlich ihr großes Highlight. Ja. Die Horizon-Kollektion. Rechts der Lego Langhals, links die Figur von der Horizon Zero Dawn Collectors Edition mit der Art, dem Artbook. Da hinten noch so ein extra Media-Kit, was sie sich über den PlayStation Shop geholt hat, mit Punkten. Dann nochmal eine extra Edition. Da fehlt noch ein bisschen was von Forbidden West, aber keine Sorge, das kommt auch noch. Dann hier mein Play-Button, mein silberner. Und hier ein paar Plüschis. Tomate und Pommes und noch eine Ezio-Figur. Genau. So, dann haben wir noch ein Poster von Pokémon und da haben wir Queenies Thron. Da haben wir also die tolle Sammlung. Queenie Mark Horizon, das hätte ich niemals gedacht. Ja, sie ist nur in NG Plus 5 oder sowas. Da kommt auch bald ihre Regala-Edition. Da blätter ich noch ein bisschen durch hier, durch meine Sammlung. Ja, ein paar schöne Altarts und so ein Kram. Auf jeden Fall ein schöner Ordner mittlerweile, muss man sagen. Und auch ein bisschen sortiert nach Set und sowas. Hier diese Mewtwo-Karte in New York ist so ziemlich das erste gewesen, was Jenny da jemals gezogen hat. Und seitdem ist die Sucht losgegangen. Hier noch eine kleine Extra-Seite mit Ponitas, weil Jenny liebt Ponitas, falls ihr es noch nicht wusstet. Unser Adventskalender tatsächlich, auch sehr geiles Teil von Exit. Und die Sachen, die wir von der Dreamhack geholt haben. Also das Shiny Evoli, die Shiny Evoli-Matte hatte sie davor schon. Hier noch ein paar Pins von Mew und Ponita, Galar-Ponita. Dann noch eine Tasse und das extra Mauspad. Hier noch ihr schöner Edge-Controller, den muss man natürlich auch zeigen. Das Pisa-Sam sieht aber komisch blau aus. Tja. Bald kommt also noch die Regala-Edition, ha? Tja, das Pferd halt. Ja, da war noch der Edge-Controller. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu mir. Das sind hier Päckchen, die wir auf der DreamHack geholt haben. Und das muss ich natürlich mal kurz zeigen. Peli hat ein Packduell spendiert. Mit diesem einen englischen Pack, das es noch gab. Es gab zwei englische Packs. Das hier ist eins davon. Und wir haben einfach ein kleines Packduell gemacht. Und er hat was richtig Geiles gezogen. Aber ich habe sogar noch mal übertrumpft hier mit einer alternativen Artwork-Leaderkarte von Crocodile. Wie hammergeil sieht die denn aus? Und ja, seitdem bin ich riesiger One-Piece-Karten-Game-Fan. Und muss mir jetzt unbedingt noch mehr dazu kaufen. So, aber das war's erstmal damit. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Einblick bekommen. Jetzt könnte man also die Musik hier abschneiden. Sagt man, jetzt kann man sagen, okay, ich will den Rest löschen, denn das ganze Video geht jetzt hier 4 Minuten. Und man kann sogar theoretisch hier schon das Ganze abschneiden, damit sozusagen das den eigenen Sound hat. Und sagt jetzt hier, so, ausblenden für, sagen wir mal, 1 Minute. Dann hört ihr jetzt auch. Wenn man jetzt hier durchgeht,
Ja, blendet die Musik aus und dann kommt das nächste. Das ist vielleicht ein bisschen laut, da kann man die Clip-Lautstärke noch anpassen. Dann sagt man hier, okay, wir machen mal auf 50%, dann ist der Übergang nicht ganz so hart. Gehen wir hier rüber auf 50%. Und zack. Dann hören wir mal kurz rein. Das geht vielleicht auch ein bisschen lang. Da kann man auch noch sagen, okay, ich will das ein bisschen zurück zurechtschneiden vielleicht. Das geht eh nur 4 Sekunden, aber vielleicht lassen wir das nur 3,5 Sekunden laufen. Dann ist nicht so viel Leerlauf am Schluss. Genau. Und damit der Übergang besser ist, kann man auch noch eine Blende einfügen. Da kann man dann entweder solche Sachen nehmen. Ups. Kann man sich noch angucken, wie das dann ausschaut. Kann man entweder so PlayStation Extra Sachen nehmen oder eine, ich sag mal, neutrale Blende, wie zum Beispiel hier eine Überblendung oder eine Schwarzblende. Ich mache mal hier eine Überblendung. Ja, und dann sieht das so aus. Dann muss man hier die Musik nochmal anpassen, weil das Ganze ein bisschen jetzt verschoben wurde. Ja, also generell, wenn ihr X drückt, könnt ihr immer Sachen hinzufügen. Und wenn ihr Viereck drückt, das ist dann sozusagen der Bearbeitungsmodus. Da könnt ihr Sachen aufteilen, schneiden, verschieben, löschen, klonen, die Musiklautstärke oder allgemein die Lautstärke und ein- und ausblenden. Genau, einblenden können wir auch noch für ein paar Sekunden. Sich das auch richtig schön anhört, alles hier. Genau. So. Der Crocodile sieht wirklich richtig, richtig gut aus, ja. Genau, dann haben wir das sozusagen hier fertig gemacht. Man könnte auch noch sagen, okay, ich will vielleicht irgendwas wegschneiden. Vielleicht hier zum Beispiel, das ist der Konkurrent. Den wollen wir nicht so im Fokus haben. Dann sagen wir, dass wir von hier bis hier wollen wir zum Beispiel reinzoomen auf unten rechts, damit man hier den Starfield Controller nicht so sieht. Ja, das könnte man zum Beispiel machen. Genau. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber ja, sowas geht alles. Das Tool bietet echt eine Menge Möglichkeiten. Und dann macht man hier auch am Schluss nochmal eine Blende. Hier von mir aus eine Schwarzblende diesmal. Ein Crocodile. Genau. Und so wäre das mehr oder weniger ein fertiges Video, das man jetzt tatsächlich hochladen könnte. Und zwar zeige ich euch das auch gleich noch, aber ich lese gerade, Jenny will noch mal kurz, dass ich den Mew-Pin zeige. Da haben wir ihn. So, hier, bitte sehr. Ah, der Crocodile ist wirklich richtig, richtig geil, Papa Pudding. Vor allem, ich habe gelesen, dass es zwei alternative Leaderkarten pro Case gibt, also pro 12 Boxen. Wir haben einfach mal zwei Päckchen aus einer Box aufgemacht und sowas gezogen, ja? Wir haben die zwei Altarts aus der Box gezogen. Das ist so krass. Wie lange brauchst du im Durchschnitt für so ein Video? Ich brauche im Durchschnitt hier rein fürs Schneiden gar nicht so lang. Dann kommt halt noch Kommentar drüber. Also wenn ich jetzt sage, hier Spur hinzufügen, dann, wenn jetzt mein Mikrofon angeschlossen wäre, in dem Fall nimmt er, glaube ich, jetzt das Controller-Mikrofon, oder? Was für ein Mikrofon ist denn gerade? Ja, vom Wireless-Controller. Das klingt halt jetzt furchtbar, aber theoretisch kann ich es jetzt auch hier aufnehmen. Dann sagt man einfach hier Audio aufnehmen. Ja, los geht's. Hallöchen, Hallöchen, Leute. Hier, das klingt vom Controller natürlich furchtbar. Jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Achtung, das wird jetzt gleich hier richtig, richtig schlecht klingen. Ja, los geht's. Hallöchen, Hallöchen, Leute. Hier, das klingt vom Controller natürlich furchtbar. Jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Ja, also so geht das. Und das kann man dann jederzeit hier über das ganze Video natürlich machen. Das dauert immer am längsten bei mir, muss man sagen. Also, dass die Spur sozusagen, die Kommentarspur aufnehmen, dauert mit Abstand am längsten. Das ist meistens so eine Arbeit von 2 Stunden. Das zu schneiden ist meistens noch so eine halbe Stunde. Und Recherche plus Videos aufnehmen ist unterschiedlich. Sagen wir mal, es kommt ein neues Spiel raus und ich muss erstmal 8 Stunden spielen. Na, dann dauert das erste Video mal mindestens 8 Stunden, weil ich erstmal so weit spielen muss, dass ich genug Material habe, um überhaupt das Video zu machen. Das ist immer schwierig, ein bisschen einzurechnen, wenn ich schon eine Riesenbibliothek habe. Von Diablo zum Beispiel. Dann kann ich natürlich darauf zurückgreifen, habe da genug Hintergrundmaterial, dann mache ich ein bisschen Recherche von, sagen wir mal, 1 Stunde. Dann dauert das ganze Video roundabout 4 Stunden. Das ist auf jeden Fall eine angenehme Zeit für so einen Arbeitstag. Ja, Walkie-Talkie-like, genau. Aber deswegen würde ich auch nicht empfehlen, vom Controller aus reinzusprechen und damit Videos zu machen. Vor allem, wenn man währenddessen noch spielt. Das wird dann eher nicht so berauschend im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es klingt auf jeden Fall rauschig. Genau.
So, das wäre im Prinzip das Video. Da könnt ihr jetzt sagen, wenn ihr keinen Kommentar darunter aufnehmen wollt, könnt ihr natürlich machen. Das könnt ihr die ganze Zeit durchkommentieren, was ihr da so Schönes habt in eurer Gaming-Sammlung zum Beispiel. Und könnt dann jetzt sagen, so, ihr drückt Start, beziehungsweise ja, die Options-Taste, und dann könnt ihr das entweder erstmal speichern oder tatsächlich exportieren. Wenn ihr das exportiert, könnt ihr das danach auf Video, auf YouTube hochladen. Das zeige ich euch gleich mal. Ihr könnt hier erstmal die Einstellungen vornehmen, welche Qualität ihr haben wollt. Ich nehme tatsächlich meistens die effizienteste Version, weil 1080p für YouTube absolut ausreichend ist momentan. Ich kann auch in 4K tatsächlich Videos hochladen, aber es dauert erstens mal ziemlich lange zum Bearbeiten und dann auch noch ziemlich lange zum Hochladen. Deswegen lasse ich es meistens hier auf der effizientesten Version. Genau, und dann könnt ihr hier ganz einfach das Ganze in die Galerie exportieren. So, und jetzt seht ihr hier, wie das fertige Video sozusagen gerendert wird. Und das habt ihr danach in eurer Mediengalerie. Das zeige ich euch mal eben. Hier in der Mediengalerie habt ihr es dann drin. Hier seht ihr die Roomtour sozusagen, die Rohaufnahme ist auch hier, aber noch nicht das fertige Video. Und ihr könnt dann sozusagen hier auf Teilen gehen und sagt dann, ich möchte das Ganze bitte auf YouTube hochladen, aber bitte schön privat erstmal. Weil ich das noch irgendwie, ich will das ja umnennen, ich will ja eine Beschreibung machen und sowas, und das alles hier einzutippen auf der PlayStation ist meistens ein bisschen krampfig. Deswegen mache ich das meistens hier erstmal auf privat und lade das dann erstmal hoch auf YouTube, und dann mache ich den ganzen Hintergrundkram noch mit Titel und Beschreibung und so weiter und so fort. Und dann, wenn es fertig ist, lade ich es erst richtig hoch. Also ich stelle es dann sozusagen öffentlich, aber das Video ist hier auf der PlayStation schon fertig. Genau, dann sagt ihr einfach hochladen und tatsächlich lädt das dann hoch. Das mache ich jetzt in dem Fall nicht, weil dann würde mein Internet, glaube ich, ein bisschen belastet werden, aber so einfach ist das. Also ihr könnt auch ganz einfach sozusagen ungeschnittene Rohaufnahmen von eurer PlayStation hier super einfach, wenn ihr die mit YouTube verbunden habt, hochladen. Genau, so einfach ist die Sache. Ich habe hier auch schon ein bisschen God of War tatsächlich aufgenommen vom Valhalla DLC. Das könnte man sich dann auch mal angucken, wie das damit ausschaut, wenn man live Sachen aufnehmen möchte. Und hier zum Beispiel auch fertige Videos. Hey, ho, Kartoffeln, ein weiteres Diablo 4 Video. Ja, so klingt das dann. Für euch am Start und sorry erstmal für die verschnupfte Stimme. Ja, da war ich noch krank. Genau, aber so läuft das dann. Tatsächlich sehr einfach hier mit Share Factory zu arbeiten, da fertige Videos rauszubekommen. Hier seht ihr jetzt auch, bin ich gleich fertig. Nochmal schön die Leaderkarte hier. Die sieht so wahnsinnig geil aus. Ah, damit hat Peli mich auch der Sucht vom One Piece Card Game dann eingefangen. Oh Mann, ey. Ja, genau. Jetzt ist es fertig. Jetzt kann man sozusagen auch sagen, ich möchte es gleich auf YouTube teilen, oder man macht das erst ein bisschen später. Dann seht ihr das jetzt hier auch nochmal in der Mediengalerie. Fertig hier. 3:56. Und das kann man dann hier hochladen. Ja, hier sieht man das. Ist tatsächlich so, wie ihr es gemacht habt. Mit den Übergängen, mit allem. Mit der Hintergrundmusik. Ist einfach fertig jetzt. Das ist natürlich jetzt Handyqualität auf einem großen Bildschirm sozusagen aufgebläht. Das sieht jetzt nicht super fresh aus, ist klar. Aber da kann man auf jeden Fall mit der Qualität noch arbeiten. Ich habe vorhin die Frage auch gelesen, welche Qualität kann man denn überhaupt hier reinladen? Das können wir uns auch mal angucken. Projekt Speichern machen wir. Und können dann hier mal gucken, wenn wir Sachen importieren wollen, haben wir auch bei der Options-Taste so ein paar Hinweise. Ja, wir können uns die Hilfe angucken. Und hier steht dann meistens auch, in welchen Formaten man Sachen hochladen kann, wie man gewisse Tools benutzt. Ich gehe mal hier eins weiter. Genau, Videos zum Beispiel müssen folgende Auflösung unterstützen. Mindestens mal 64x64 Pixel, maximal bis 1080p. Also ihr könnt gar nicht mehr hochladen, wenn ihr es in MP4, M4V oder MOV hochladet. Aber ihr könnt 4K in WebM haben. Die müssen ein gewisses Codierungsformat unterstützen, deswegen geht auch nicht einfach so von jeder Aufnahmesoftware das hier reinzuladen. Das müsst ihr dann nochmal vielleicht extra rendern oder mit einer anderen Software reinladen oder darauf achten, dass es richtig codiert ist. Gewisse Sachen halt. Maximal 60 Minuten darf das Video sein. Erstmal, was ihr hier reinladet, aber natürlich darf es insgesamt schon noch länger sein, was ihr dann fertig macht. Genau, und da gibt es hier so ein paar Hinweise, die ihr beachten könnt, was ihr durchlesen könnt. Das ist meistens gar nicht so kompliziert. Also ich habe bei der Musik oder bei Bildern habe ich noch nie Probleme gehabt, dass ich die hier irgendwie importiere. Bei Videos manchmal, weil es nicht diesen Codec dann, diese Encodierung hatte. Genau. Aber hier könnt ihr euch tatsächlich sehr, sehr viel durchlesen, und das ist jetzt nur ein
Kasten sozusagen. Hier beim Video-Editor gibt es auch noch mal ganz viel. Könnt ihr auch noch mal die Hilfe angucken und dann wird euch, glaube ich, so gut wie jede Funktion auch erklärt, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, der Startbildschirm und meine Galerie, da könnt ihr euch genau da durchgucken. Kreativpakete, das habe ich euch im Prinzip ja auch schon alles erklärt, dass ihr euch die Clips dann auswählen könnt, die ihr so haben wollt. Und das ist der Hauptbearbeitungsmodus. Das sieht schon aus wie so ein kleiner, ja, wie so ein kleines Schnittprogramm tatsächlich. Also ist es ja auch, aber ich meine, das sieht schon fast professionell aus, ne? Also es ist halt sehr, sehr simplifiziert, muss man sagen. Aber gerade dadurch ist es halt super einsteigerfreundlich und ich habe damit angefangen, meine YouTube-Videos zu machen. Und ich finde das Programm so einfach und so cool, dass es mir absolut reicht, auch jetzt noch für YouTube. Und deswegen bin ich dabei geblieben. Und deswegen hoffe ich auch, dass Share Factory auch schön nochmal mit der nächsten PlayStation dabei ist. Denn das war bei der PS4 zum ersten Mal. Und jetzt ist es bei der PS5 auch wieder dabei. Das könnt ihr euch ganz einfach hier natürlich jederzeit runterladen. Share Factory Studio heißt das Ganze. Ihr könnt im PlayStation Store, glaube ich, das auch finden, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste aber auf jeden Fall dabei sein. Wenn wir mal sagen Share, müsste das eigentlich schon auftauchen. Ja, das ist schon Share Factory Studio. Und das könnt ihr euch dann jederzeit auf der PlayStation 4 oder der PlayStation 5 halt runterladen. Guck mal. Wer besitzt das alles hier? Naja, Taito ist auch dabei. Seht ihr mal. Ja, es ist tatsächlich sehr angenehm. Die verstupfte Stimme hast du aber immer noch. Ich weiß, Hannibali, es tut mir auch leid. Aber ist mir schon aufgefallen vorhin beim Call mit PlayStation, dass die immer noch ein bisschen schnuffig klingt. Tja. Was soll ich nochmal zeigen, Hannibali? Richtig gut. Ich erinnere mich noch daran, wo ich damals aus Neugier auf der PS4 gestartet habe. Ich war so überfordert. Ja, ich auch das erste Mal, auf jeden Fall. Weil man kommt hier rein und weiß überhaupt nicht, okay, das ist der erste Bildschirm hier, Bits. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich noch nie genutzt habe. Ich habe noch nie irgendwelche Bits genutzt. Das sind, glaube ich, Bits sind, glaube ich, so kleine Schnipsel, mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht genau, wie man dieses Ding hier benutzt, ehrlich gesagt. Mitwirken, nächster Tab, Demo-Modus. Ja, keine Ahnung, was Bits überhaupt genau bedeutet. Ah, okay, es ist wirklich so ein... dass ihr sozusagen unten rechts in diesem Video dann nochmal dieses Extra-Ding habt. Ja, da könnt ihr sozusagen anpassen, dass dann... das ist gar nicht mal so doof eigentlich. Dann könnt ihr hier zum Beispiel Kartoffelkönig, könnte ich jetzt hinschreiben. Und dann wird hier so kurz eingeblendet, YouTube Kartoffelkönig. Dann könnt ihr euch sozusagen einen eigenen kleinen Clip erstellen, das immer ein kleines Intro ist. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Ja, habe ich aber noch nie benutzt. Aber da seht ihr mal, es gibt halt immer wieder Sachen, die selbst für mich neu sind, die hier immer wieder dazukommen. Also das Programm wird auch weiterentwickelt, muss man dazu sagen. Das FC Media Kit, ja, das zeige ich dir gleich nochmal, Hannibali, kein Problem. Dann könnt ihr hier tatsächlich Schrift jederzeit einblenden lassen. Zum Beispiel sagt ihr, okay, für 5 Sekunden sollte hier noch FC stehen, warum auch immer. Ja, Voice-Over, Gekritzel, Grafikeffekte, gar nicht mal so schlecht hier, Bits. Damit kann man sich seine eigenen kleinen, ich sag mal, ja, fast schon TikToks erstellen, wenn man das möchte. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich benutze einfach ganz normal immer hier den Video-Editor. Da können wir jetzt auch nochmal ein neues Projekt machen hier für God of War. Da seht ihr auch mal wirklich, wie ich jetzt ein Video machen würde, okay? Also sagen wir mal, jetzt würde ich wirklich ein Video machen wollen. Und zwar zu God of War, dem neuen DLC. Dann habe ich jetzt hier schon mal eine kleine Aufnahme gemacht. Wie das geht, das sollte jedem bekannt sein, aber ich zeige es auch gerne gleich nochmal. Mit der Share-Funktion und der Share-Taste hier. Man kann einfach die Share-Taste gedrückt halten, wobei das muss man, glaube ich, auch einstellen. Und sagt dann, okay, was soll aufgenommen werden? Die letzten Spielhandlungen, willst du einen Screenshot machen oder eine Neuaufzeichnung starten? Ich mache das meistens so, dass ich spiele. Und wenn ich merke, oh, das war gerade ganz geil, dann mache ich meistens hier letzte Spielhandlung speichern. Und sagt dann, okay, ich will bitte schön die letzten, keine Ahnung, 5 Minuten, dass er mir abspeichert. So. Und jetzt ist sogar in Share Factory, weil es als Spiel gezählt wird, dieser Clip. Ja, also ihr seht jetzt hier in Share Factory 5 Minuten lang, was ich die letzten 5 Minuten lang gemacht habe. Und ja, genau, das ist der Kram hier. Also rein theoretisch, wenn ich mal ein Video über Share Factory machen möchte, so wie jetzt hier der Stream, dann könnte ich das auch damit super einfach, dass ich mir das Ganze hier einmal sozusagen zeige und dann mit der Share-Taste auch aufnehme. So, wir machen jetzt hier God of War. Und das Schöne ist halt, dass
das Abspeichern von Clips halt super einfach ist auf der PlayStation. Und das ist halt auch in einer sehr, sehr geilen Qualität, muss man sagen. Also guckt euch das an. Das ist ja hier, das ist ja über 1080p, glaube ich sogar. Also je nachdem, wie ihr halt spielt. In der Qualität wird es auch abgespeichert. Hab damals mit, wie es von Sony war, Sony Vegas geschnitten, dann Premiere und jetzt DaVinci Resolve. Für mich wahrscheinlich nichts mehr, aber super, dass es das gibt und simpel ist ja nicht schlecht, wenn es alle notwendigen Funktionen hat. Krass, Fledermaus, du bist ja richtig drin im Game. Sehr schön. Und ich finde die verschnupfte Stimme sympathisch, stört mich gar nicht. Okay, danke. Ich finde es auch immer witzig, wenn meine Stimme verschnupft ist. Ja, ich habe sowieso ein Problem damit, meine eigene Stimme zu hören, muss ich sagen, weil ich die Videos ja oft auch anhören muss und ich finde das immer ganz schlimm, meine eigene Stimme zu hören. Wenn sie verschnupft, ist noch schlimmer. Aber hey, das ist ein persönliches Ding. Ja, also hier seht ihr sozusagen, wie ich tatsächlich die ersten 15, 20 Minuten von God of War Valhalla gezockt habe. Da habe ich gemerkt, oh, der Farbenblendmodus ist noch an. Das sieht hier alles so komisch weiß aus, außer der eigene Charakter. Da habe ich den kurz ausgemacht. Seht ihr gleich einen Unterschied? Zack, da ist er aus. Genau. Und jetzt könnt ihr sagen, hey, ich habe jetzt Bock, ein kleines Video über das God of War DLC zu machen. Und das habe ich ja tatsächlich. Also weiß ich schon ungefähr, okay, am Anfang werde ich erklären, dass es hier in das Spiel reingeht. Die Schwierigkeit könnt ihr jederzeit ändern. Und das hier reicht mir schon. Also das hier werde ich jetzt aufteilen, schneiden sozusagen und ab hier wieder reinstarten, wo es mit dem Farbenblendmodus vorbei ist. Und weiß schon, diesen Abschnitt brauche ich zum Beispiel nicht. Ja, dann kann ich den schon mal rauslöschen, damit das Video ein bisschen kürzer ist. Dann kann ich jetzt hier, okay, das ist ein bisschen Gelaber, ein bisschen Rumgeschwimme, würde ich mal sagen, das hier reicht schon fast. Ja. Wie ich bis hier bin, das hier reicht schon als Intro, sage ich mal, wo ich das so ein bisschen erkläre und würde jetzt den Rest, bis man auf dem Strand landet, wieder wegschneiden. Vielleicht sogar das hier in der doppelten Geschwindigkeit abspielen. Das heißt aber natürlich wiederum, dass es jetzt ziemlich blöd klingt. Achtung. Ich glaube nicht, dass man Kratos so hören möchte. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier stumm schalten, diesen Abschnitt. Und dann mit Musik hinterlegen später. Das Problem haben doch alle. Manchmal frage ich mich auch, wie Menschen überhaupt freiwillig mit mir reden wollen. Ja, wir sagen ja dann tatsächlich immer Leute, auch ich mag deine Stimme und die ist ganz cool. Aber ja, ich selber kann die auch nicht hören. Aber das ist es, glaube ich, bei jedem so. Ne? Man selbst denkt immer, dass die Stimme voll scheiße ist. Weil man sich selbst auch cooler hört, muss man dazu sagen. Ne? Ich höre mich, finde ich, cooler an, wenn ich mich selber höre, als wie ihr mich hört. Aber naja. Genau. Also so kann man das dann machen. Dann würde ich sozusagen hier einen Kommentar starten und sage, hey, ho Kartoffeln und damit willkommen zu einem weiteren God of War Ragnarök Video. Es ist das neue DLC Valhalla erschienen. Das könnt ihr ganz einfach vom Hauptmenü aus starten. Dazu müsst ihr hier ins Menü gehen, habt dann die Möglichkeit, das DLC runterzuladen und könnt dann eine Schwierigkeit auswählen, aber keine Sorge, die könnt ihr jederzeit wieder ändern. Ihr startet dann hier mit Kratos im Boot, der sich an nichts mehr erinnern kann. Natürlich ist das hier mit Vorsicht geboten, denn ihr solltet die Hauptstory dazu durchgespielt haben, wenn ihr hier reinstartet. Denn es gibt ein paar Story-Spoiler, aber keine Ahnung, keine Sorge, nichts Großartiges von meiner Seite aus. Wir halten das schön spoilerfrei. Hier geht es nur darum, wie das Valhalla DLC im Prinzip funktioniert. Wenn ihr mit Kratos auf dem Strand gelandet seid, werdet ihr schon in die erste Schlacht reingeschmissen. Also, jetzt alles. Jetzt habe ich gerade sozusagen so gesprochen, wie ich im Video sprechen würde. Natürlich habe ich es jetzt nicht aufgenommen, aber damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie ich das dann ungefähr abtime, wenn ich merke, der Kommentar ist ein bisschen zu lang geworden oder zu kurz geworden. Ich muss die Clips noch ein bisschen anpassen, dann schneide ich die halt eben zurecht, dass sie eben genau auf den Kommentar auch drauf passen. Das kann man hier relativ filigran mit dem rechten Stick machen. Man kann es aber auch dann mit Feinschnitt machen. Dann seht ihr unten rechts, seht ihr Feinschnitt. Wenn ihr wirklich nur Pixel oder besser gesagt Millisekunden genau das schneiden wollt, dann könnt ihr das hier auch sehr einfach machen. Ihr habt natürlich nur begrenzte Tasten auf dem Controller, dadurch ist das ein bisschen einfacher, aber auch ja, natürlich nicht so super viele Funktionen. Das muss man natürlich auch sagen. Aber für mich, meine Videos, reicht es auf jeden Fall allemal. Genau, und dann sagt, ja, dann könnt ihr halt hier weitermachen. Dann seht ihr, ah, okay, Kratos hat von der geilen Rüstung hier erstmal alles verloren. Dann könnt ihr das sozusagen auch einspinnen ins Video und sagen, das DLC funktioniert allgemein so, dass ihr komplett bei Null startet. Und das jedes einzelne Mal, wenn ihr wieder sterbt. Und da könnt ihr euch auch halt aussuchen, ob die Charaktere im Hintergrund auch reden wollen. Also ob ihr sozusagen das Original-Gameplay sozusagen Original-Gameplay-Sound haben wollt. Vielleicht wollt ihr den halt ein bisschen leiser machen als eure eigene Stimme. Das wäre vielleicht ganz interessant oder ganz sinnvoll. Dann macht ihr das zum Beispiel auf 10% Lautstärke.
Dann habt ihr das immer noch sozusagen, die Kampfgeräusche, sage ich mal, habt ihr dann immer noch im Hintergrund ein bisschen. Wenn ihr die sozusagen haben wollt, die Originalkampfgeräusche, während ihr darüber labert. Oder ihr macht das ganz aus, so wie ich meistens, und hinterlegt das dann mit Musik stattdessen. Das geht auf jeden Fall auch. Damn, das ist ja super detailliert und filigran. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist wirklich sehr angenehm, mit den Controller-Tasten zu arbeiten, wenn man hier was schneiden möchte. Wirklich mit der R1-Taste, ne? Geht man hier wirklich ganz genau so, wie man es haben möchte. Und wenn man, keine Ahnung, warum auch immer, das hier jetzt als diesen kleinen Kampf hier ganz am Anfang haben möchte, dann kann man natürlich auch Clips verschieben, hier ganz am Anfang. Das geht auch mit den R1 und L1-Tasten. Ja, super einfach, kann man das hier rum verschieben. Man braucht keine Maus oder sonst irgendwas. Das ist halt nur diese eine Spur, wo ihr die ganzen Clips habt. Hier könnt ihr auch dann jederzeit was Neues reinladen, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch einen weiteren Clip hättet von God of War. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar aufnehmen. Dann könnt ihr den hier wieder reinladen. Oder ihr nehmt, keine Ahnung, warum den... Den müsst ihr eigentlich nicht nochmal nehmen, weil den könnt ihr auch klonen. Aber sagen wir mal, ihr wollt, warum auch immer, jetzt hier mittendrin zu Cyberpunk wechseln und dann hier den neuen Trailer zeigen. Dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ja, ihr könnt jederzeit neue Clips reinladen, alt oder wieder löschen. Ja, ist gar kein Problem. Das geht super schnell mit wirklich, ihr seht's, ja, 2-3 Sekunden, da ist es bearbeitet. Das ist wirklich richtig schnell, richtig geil. Ja, so viel bleibt mir gar nicht mehr zu sagen, denn im Prinzip war es das hier schon mit meiner Arbeitsweise, mit den Funktionen, die Share Factory bietet. Und ich muss sagen, das ist ein wirklich geiles Tool. So, Freunde, wie sieht's aus? Das war abseits von einmal minimal versprochen, echt verdammt clean gesprochen. Ja, das war wirklich einmal versprochen. Genau, das hätte ich sozusagen dann, die Stelle hätte ich dann sozusagen geschnitten. Also, wo ich mich bis kurz, bevor ich mich verspreche, einmal rausschneiden und dann halt ab da wieder neu angefangen. Noch ein paar kleine Anmerkungen, die ihr wissen solltet, wenn ihr wirklich damit arbeiten wollt, ist, dass ihr tatsächlich nur 20 Spuren aufnehmen könnt. Also nur 20 Kommentarspuren. Das hat mich schon das ein oder andere Mal in die Bredouille gebracht. Ich hoffe, das ist die eine Sache, die ich mir noch wünschen würde, die PlayStation ändert. Ihr könnt übrigens auch direkt mit Kamera aufnehmen. Also ihr könnt hier tatsächlich Videos aufnehmen mit der PlayStation-Kamera, wo ihr einsprecht und man euch gleichzeitig auch nur sieht. Wenn ihr also mit Facecam aufnehmen wollt, ich habe das Gute, ich habe den Vorteil, dass ich ja das Ganze nur mit Audio mache. Deswegen geht das sehr einfach. Aber ja, ihr könnt tatsächlich nur 20 Spuren machen. Also wenn ihr mehr als 20 habt, dann müsst ihr euch überlegen, vielleicht nochmal zwei zu löschen, das in einer zu machen. Ja, Hachi, du sagst jetzt nur, aber wenn du ein 15-Minuten-Video hast und du dich öfter mal versprichst und du, sag ich mal, nur, keine Ahnung, dann werden die 20 Minuten schon knapp, ne? Weil die 20 Clips, die 20 Spuren. Weil du ja 20 mal eine halbe Minute, wäre dann nur 10 Minuten. Dann hast du sozusagen 5 Minuten, die du einfach jetzt nicht mehr machen kannst, weil du nicht mehr genug Platz hast sozusagen. Also du musst schon darauf achten, einigermaßen clean zu sprechen, wenn du längere Videos vorhast, einfach nur damit die Spuren reichen. Ja, so dumm es klingt. Was man aber machen kann natürlich, ist die Hälfte des Videos einfach nur zu machen. Die Hälfte des Videos hier fertig zu machen, dann sagt man hier, okay, den Rest spare ich mir jetzt auf. Das Video geht jetzt nur 4:30. Dann ladet ihr das schon mal rein sozusagen, dann exportiert ihr das Ganze. Und ich mache das mal kurz wesentlich kürzer, damit das nicht so lange zu exportieren dauert. Machen wir das mal hier so. Die Spur kann ich wieder rauslöschen. Genau, die bleibt dann natürlich da. Die machen wir mal weg. So, es ist 1:44, ja. Sagen wir mal, ich habe das jetzt aufgenommen mit ein paar Spuren. Es reicht mir nicht mehr vom Platz. Dann mache ich das Ganze so. Ich exportiere das in die Galerie und lade das gleich wieder als fertiges Video sozusagen hoch. Mache ein neues Projekt, pack das an den Anfang, pack den Rest danach und kommentiere danach weiter. Ja, dann habe ich wieder 20 neue Spuren. Das geht auf jeden Fall. Also man hat immer eine Möglichkeit, ja, sich eine Lösung zu basteln, die auf jeden Fall passt. Ich bin auch schon ziemlich kreativ geworden hier mit Share Factory. Das kann auf jeden Fall mehr, als man erstmal denkt. Allein dieses Videos zu importieren und sowas, das habe ich am Anfang gar nicht genutzt und gar nicht gecheckt. Aber es ist wirklich super simpel, dass man sich auch Videos von anderen, also von YouTube zum Beispiel runterlädt oder auf dem PC aufnimmt. Tatsächlich, ich habe auch schon auf dem PC aufgenommen und dann auf die PlayStation übertragen und dann auf der PlayStation geschnitten. Also, obwohl ich am PC aufgenommen habe und auf dem PC schneiden könnte, aber ich bin mit Share Factory einfach so mittlerweile vertraut, dass ich dann auf der Share Factory PC-Videos und PC-Spiele geschnitten habe. Also auch das geht. Ja, dann könnt ihr jetzt hier sagen, Clip hinzufügen und jetzt seht ihr, der, den wir schon fertig haben, der ist tatsächlich hier und auch in Originalqualität. Also ihr habt keinen Qualitätsverlust und jetzt habt ihr hier sozusagen
Ihr seht, komplett das Gleiche, was ihr jetzt löschen könntet und ersetzen könntet durch den Rest. Dann sagen wir einfach mal hier, so, ab hier bitteschön, weiter den Rest. Genau, dann könnt ihr das hier wieder löschen. Und schon sind wir dabei. Und ein nahtloser Übergang, na, sozusagen. Perfekt. Ja, und so werde ich auch das God of War DLC-Video machen. Denn das ist wirklich sehr gut geworden, das DLC. Ich habe tatsächlich noch nicht so viel Zeit gehabt wegen Dreamhack und Erkältung, aber auf jeden Fall die nächsten paar Tage werde ich mich da reinkloppen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es macht auch manchmal einfach Spaß, seine alten Gameplays anzugucken, muss ich sagen. Noch ein bisschen auf Fehlersuche zu gehen und sich zu verbessern oder auch einfach zu bewundern, wie skillig man manchmal ist. So. Jetzt habe ich noch eine Umfrage für euch, Leute. Und zwar, habt ihr schon mal die Clip-Funktion eurer PlayStation genutzt? Wie sieht es da bei euch aus? Ja, schon öfter, versucht, aber nicht gecheckt oder nein, bisher nie. Oha, ich sehe, ich bin... Okay, Queenie ist noch auf Platz 4, ich bin noch auf Platz 6. Oha, Lydia auf Platz 7 schon hier bei Top 10 Platin. Eieiei. Vielleicht muss ich langsam auch mal wieder den Stream ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. So. Wenn man schon so einen Workflow drin hat, wieso nicht, ne? Ja, das fand ich auch ganz geil. Ich sag's mal kurz zu Starfield, ne? Habe ich auf der Gamescom ja auch mit dem Community oder mit der Community Managerin gesprochen und gesagt, ey, ich werde wahrscheinlich auch die Starfield-Videos auf meiner PlayStation schneiden. Ne? Ja, das fanden die erstmal interessant, aber auf jeden Fall machbar. Auf jeden Fall machbar. Und deswegen, PlayStation auf jeden Fall immer für mich sehr wichtig, hat dafür gesorgt, dass ich mit YouTube anfange, ist immer noch der Hauptverantwortliche dafür, dass ich YouTube-Videos machen kann und mittlerweile mein Lebensunterhalt damit verdiene. Ist ja mega geil, oder? Also rein theoretisch, ihr könnt ich will nicht sagen, ich bin professionell, aber ihr könnt YouTuber werden und damit Geld verdienen, rein durch eure PlayStation. Ihr braucht keinen PC, ihr braucht keine großen Schnittvorkenntnisse, ihr braucht auch keine teuren Schnittprogramme. Es reicht wirklich das kostenlose Share Factory. Das ist eigentlich geil. Wo sind die Jump Cuts? Wenn du Jump Cuts haben willst, kannst du die auf jeden Fall machen. Einfach E-Sport-Analytica, wo man sich danach denkt, damn, war ich mies. Warum habe ich das denn nie gemacht? Hey, darf ich dich vielleicht um einen Gefallen bitten? Gibt es die Möglichkeit, nach meinem Nioh 2-Bundle zu schauen? Also, ob das rausging. Ich hatte meine Tokens am 3.12. dafür eingelöst und es ist noch nicht da. 3.12. Von Hannibali, die es am 7.12. eingelöst hat, ist es schon da. Kann man da irgendwie nachschauen oder nachfassen? Also, leider nicht. Bruchteil, muss ich dir schon sagen. Leider geht das nicht, dass man das nachverfolgt, weil das ist nicht mehr über PlayStation. PlayStation gibt sozusagen die Adresse von dir an das Lagerhaus weiter und das Lagerhaus verschickt das dann unabhängig von PlayStation. Also die Agentur, mit denen ich arbeite, hier für den PlayStation-Kanal, die können das nicht nachverfolgen. Die haben keine Sendungsverfolgungsnummer oder sonst was. Die könnten das theoretisch nachfragen, aber das ist ziemlich viel Aufwand. Aber ja, das läuft normalerweise über Q3, das ist das Lagerhaus. Das Lager- und Versendungshaus. Und damit ist es nicht so einfach, das immer nachzugucken. Ich überlege gerade selber, ich habe nämlich auch einen Nioh 2-Bundle bestellt. So lustig. Ich habe es auch noch nicht. Ich habe es aber auch erst später tatsächlich eingelöst. Ich weiß gar nicht wann, aber es müsste auch zwischen dem 3. und dem 7. passiert sein. Also von dem her, Aaron, du bist nicht allein. Ich habe tatsächlich auch noch nicht meinen Bundle. Das ist manchmal leider so. Ist ja mit DPD meistens verschickt und die, entweder die brauchen manchmal lange. Ich habe auch schon mehr Probleme gehabt, dass die das nicht richtig bei mir abgegeben haben und dann muss ich mir das abholen. Ach, ja. Naja, deswegen immer darauf achten, dass man auf jeden Fall die richtige Telefonnummer da angibt, denn das kann sein, dass man kontaktiert wird, weil das Paket dann irgendwo bei einem Abholpunkt liegt. Aber ja, ich meine, ist ja egal, wo man die schneidet. Hauptsache, am Ende ist ein Video da. Solange du nicht, vor einem Nicht-Sony-Game ein Sony-Intro packst. Ja, genau. Habt ihr einige Male genutzt, wenn ich geisteserwähnt gewesen war und nochmal hören wollte, was in der Story passiert ist? Tatsächlich, Papa Pudding, ich auch. True Story, ja. Ich habe das auch schon öfter deswegen genutzt. Einfach nochmal die letzte Minute. Was wurde da gerade nochmal gesagt? Moment mal.
Ach ja, geil. So, ich nehme mal die Umfrage hier raus. Tatsächlich haben die meisten schon mal die Clip-Funktion genutzt. Das ist doch sehr schön. Dann werde ich euch die trotzdem nochmal zeigen für die Leute, die das nicht gemacht haben oder die nicht gecheckt haben, wie das geht. Ihr könnt erstmal einstellen, wie ihr die Clip-Funktion haben wollt. Und zwar habe ich die ein bisschen anders eingestellt. Oh, jetzt muss ich nochmal nachgucken, unter was das war. Ich glaube unter. Ah ja, genau. Unter Aufnahme und Übertragung hier im Menü. Da könnt ihr jetzt Kurzbefehle für die Create-Taste. Ach, stimmt, die heißt ja nicht mehr die Share-Taste, das ist jetzt die Create-Taste. Da könnt ihr jetzt hier sagen, wie lange wollt ihr das machen oder was wollt ihr drücken, um sozusagen gewisse Funktionen auszulösen. Ich habe das mit einmal drücken, mache hier einen Screenshot. Wenn ich es gedrückt halte, kommt sozusagen die Bedienleiste. Und wenn ich es zweimal drücke, startet sozusagen eine Aufnahme bzw. beende ich eine Aufnahme. Und auch wichtig, Länge des Videoclips mit den letzten Spielhandlungen habe ich hier auf Maximum auf 1 Stunde gestellt. Also ich könnte theoretisch jetzt 1 Stunde God of War Ragnarök zocken und am Schluss sagen, so, speichere mir die letzte Stunde ab. Genau. Ich zeige es euch trotzdem nochmal kurz, wie es in-game ausschaut, wenn wir jetzt hier reingehen würden bei God of War Ragnarök, weil ich speichere mir kurz das ab. Ich glaube zwar nicht, dass ich das so brauchen werde, aber trotzdem, sicher, sicher, das Projekt ist ja dann auf jeden Fall nicht gelöscht. Und wir gehen mal kurz hier in God of War Ragnarök rein. Und während das lädt, kann ich einmal kurz genau das FC Media Kit zeigen. Das ist mir gerade auch eingefallen, Hannibal, ja. Sogar ohne, dass du es gesagt hast. Krass, ne? Ich habe mir sogar mal was gemerkt. Genau. Also, hier zeige ich dir mal den Controller, wie der ausschaut. So, das ist der Controller hier, der goldene. Ich überlege gerade, ich kann ja eigentlich noch mehr zeigen davon, wie das so aussieht. Das ist so eine Karte, die es dabei gab, so ein Poster hier noch, so ein Pin und ja, der Controller. Also das ist im Prinzip das Bundle hier. Eigentlich ganz cool, auf jeden Fall. Der Gold Controller ist auf jeden Fall sehr schick. Genau, aber das war's schon. Also viel mehr gab es da auch nicht. So. Dann können wir jetzt noch mal kurz hier reingehen in Valhalla. Fortfahren oder Fortschritt zurücksetzen. Ach, cool. Das ist ja cool. Das geht also auch. Queenie muss mal nicht als Hirn funktionieren. Löblich. Ja. Das ist auch selten, dass ich mir sowas mal merke. Über mehrere Minuten hinweg. Ah ja, genau. So, da sind wir jetzt hier also in Ragnarök im DLC. Und hier müssen wir uns noch auswählen, was wir haben wollen. Ne, ich habe schon alles ausgewählt, ne? Genau, noch die Rage. Ach, okay. Ja gut, das brauchen wir jetzt alles eh nicht, aber theoretisch kann ich jetzt hier sagen, okay, das habe ich jetzt einmal ausgewählt. Ich möchte bitte schon einmal die letzten, das war jetzt nicht so lang, die letzten 30 Sekunden. Dann gucke ich mir das kurz an. Hier in der Vorschau, ja, die 30 Sekunden reichen auch. Dann könnte ich jetzt sozusagen diesen Clip nehmen, um einmal zu erklären, dass man sich am Anfang hier immer auswählt, dass man den Schild mitnimmt und den Schild auswählt und die Rage, die man haben will. Dann könnte ich jetzt diesen Clip hier auch beim nächsten Mal in Share Factory direkt verwenden. Und so einfach ist die Sache. Hast du nicht auch noch ein paar Credit Codes, die du immer vergessen hast zu zeigen? Oh, Jenny, du kommst klatsch. Du kommst richtig, richtig knapp noch damit um die Ecke, bevor ich es nämlich vergessen habe. Ja. Richtig, ich habe insgesamt jetzt 3 Credit Codes für euch. Denn vom Monkey Island Stream, vom Diablo Stream habe ich die jeweils vergessen. Und jetzt vom God of War Stream habe ich, nicht vom God of War Stream, schön wär's. Vom Share Factory Stream habe ich jetzt auch noch einen Code für euch. Jeweils, ich glaube, über 1500 Credits für den Adventskalender. Dann gucke ich jetzt nochmal nach. Das ist jetzt natürlich über mehrere Chats verteilt, aber ich gebe mein Bestes, dass ich die finde. So lange. Nochmal hier die letzte Umfrage für euch. Leute, was sagt ihr? TCG-Kanal mit mir und Peli. Aber sowas von klingt witzig, aber nichts für mich oder lieber nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wofür Jenny stimmen wird. Ja. Ich fände es auf jeden Fall interessant, mal sowas zu machen. Mit Peli zusammen. Das war ja sein Vorschlag. Gemeinsam einen YouTube-Channel, wo wir, ob es Pokémon, ob One Piece, ob was auch immer Karten öffnen. Vorstellen, vielleicht auch mal Duelle machen, dass du da echt eine Umfrage draus machst. Ja, ich muss doch hier mal die Meinung abholen, wie es bei den Leuten so ausschaut. Natürlich, natürlich.
Verstehe die Frage nicht. Ja zum TCG-Kanal. Hast du was anderes erwartet? Ja, mal gucken. Geil, dass das als Umfrage kommt. Extra für euch vorbereitet noch. Genau. Also, ich habe den ersten Credit Codes für 1500 da. Den poste ich jetzt einfach mal im Chat. Das ist vom Diablo Stream. Der Credit Code, der dürfte auch noch nicht eingelöst worden sein oder noch nicht irgendwo gezeigt worden sein, denn das ist wirklich für mich der Code gewesen, den ich bis jetzt vergessen habe zu zeigen und zu posten, weil ich so vergesslich und so ein Losti bin. Hallöchen, ich bin Kartoffelkönig, ich bin Losti. So, dann muss ich mal gucken, wo ist mein anderer Stream mit Monkey Island. Monkey Island 2, da haben wir ihn doch. So, da haben wir den. Bitte sehr. Noob. Er ist nicht wie die Season Pässe in Diablo gewesen. Ey, Hachi, witzig, was, dass du das ansprichst. Piddle Gaming hat mir wirklich noch eine Privatnachricht geschrieben, dass er für seinen Kumpel, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Season Pass Code aus dem Shop eingelöst hat und der ging da nicht mehr, weil das der einzige Code war, der noch aus meinen fünf funktioniert hat, den ich dann ja verlost habe, wie ihr alle wisst, ja, bei meinem Diablo-Stream. Das war ja der einzige, der noch ging. Und der wurde auch schon davor eigentlich von Piddle Gaming gekauft. Also eigentlich dürfte ich gar keinen von denen verlosen. Aber zum Glück hatte PlayStation noch ein paar weitere dieser Codes in der Hinterhand und da konnte ich jetzt Piddle Gaming nochmal mit einem versorgen für seinen Kumpel. Also es ist alles nochmal gut gegangen, aber schon echt blöd, dass ich fünf Codes zum Verlosen bekomme und eigentlich alle fünf schon gekauft waren davor und damit eingelöst. Also, naja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal die Planung ein bisschen verbessern in Zukunft. So, und noch der dritte Code hier für euch. Dann habt ihr jetzt hier auch alle drei. So, super. Kartoffelbreikönig, da bin ich ja. Jawohl. Das war dann quasi Ahrens, genau. Das ist ja fantastisch, ja. Also, ihr seht schon, auch im Hintergrund bei PlayStation läuft nicht immer alles glatt ab. Ich meine, das wisst ihr ja. Das wisst ihr ja am besten, dass da nicht immer alles glatt läuft. Aber ja, auch wir sind manchmal dann sozusagen die Gearschten. Ach, ich will nicht sagen die Gearschten, aber die ja sozusagen als Sündenbock hingestellt werden. Ach, es war schon witzig auch irgendwo. Das Geile ist ja, dass einer von diesen Codes. Den habe ich ja selber gekauft. Also ich habe das ja selber gemerkt. Moment mal, da stimmt was nicht. Aber ja, gut. Dann wissen wir da auf jeden Fall in Zukunft Bescheid, dass ich dann lieber nochmal genauer nachgucke. So, die meisten sind auf jeden Fall dafür, dass wir einen TCG-Kanal machen. Super. Ich habe auch schon mit Pelik abgesprochen, dass wenn wir heute nichts dagegen haben und uns heute kein Kritikpunkt oder sowas einfällt, dann machen wir den. Dann machen wir den TCG-Kanal. Die TCG-Brudis, vielleicht. Mal gucken, ob er wirklich so heißen wird. Ja. Okay, nice. Ich glaube, Jenny war eine von zwei Votes, die gesagt haben, lieber nicht. Aber ja. Das ist zu herrlich. Danke für die Codes, ja. Gerne doch. Als Pittel mir das vorhin erzählt hat, direkt schlechtes Gewissen gehabt. Nein, Aaron, du brauchst wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Wirklich nicht, weil mir wurden diese Codes ja wirklich zum Verlosen gegeben. Also, ich bin ja auch davon ausgegangen, dass die alle funktionieren. Dass die dann alle schon gekauft wurden, ey. Kann man ja nicht wissen. Und ich hab's, also ich wollte auf jeden Fall auch Codes verlosen. Also du hast ihn dir mehr als verdient. Ja. Bin überhaupt froh, dass einer funktioniert hat. Wenn das nur daran lag, dass Piddle den nicht rechtzeitig eingelöst hat. Ach Mann, ey. Naja, aber wie gesagt, PlayStation hatte dann noch ein paar andere Codes zum Glück übrig. Da wurde also Piddle versorgt. Und wenn die, wenn da jetzt einer fehlt. Von deren nächsten Projekt, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm, weil das waren sechs. So, da kommt Pele nicht mal raus aus der Sache. Ey, der hatte wirklich selber Bock sogar. Queenie war beide Votes. Boah, das könnte sogar sein. Nein. Alles gut. Ich glaube, Jenny würde sich die Videos sogar selber angucken. Sie ist ja auch ein großer TCG-Fan mittlerweile. Zumindest von ein paar wenigen ausgewählten Sachen. Von Pokémon habe ich sie schon angesteckt. Bei Lorcana wäre sie auch dabei. Vielleicht irgendwann auch noch mit One Piece. Aber gut, Freunde, das war's mit dem Video heute. Mit dem Stream besser gesagt, zum Videos schneiden. So rum. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat auf jeden Fall mir sehr viel Spaß gemacht, mal darüber zu sprechen, wie das alles funktioniert. Vielleicht wird ja der eine oder andere von euch wirklich mal Share Factory ausprobieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, die Clip-Funktion ist auf jeden Fall immer richtig gut und praktisch.
Und in dem Sinne würde ich dann auch abgeben an das Dauerprogramm mal wieder. Mich noch ein bisschen auskurieren. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen matschig in der Birne und noch ein bisschen verschnupft, aber ich hoffe, das dauert auch nicht mehr allzu lang an. Und im Dezember haben wir noch ein paar weitere Streams, die ich euch, glaube ich, heute schon zeigen kann, denn die sind schon mittlerweile im Backend angelegt. Dann gehen wir da nochmal drüber. Dann wisst ihr, was die nächsten paar Tage auch noch passiert. Und zwar haben wir morgen, glaube ich, das Chat-Duell, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke nochmal nach, es ist wirklich morgen. Ja, es ist morgen. Morgen 20 Uhr, Chat-Duell mit Gast, mit Taito und Peli, wie immer. Und dann am Donnerstag ist direkt Tim zurück aus Japan, der euch dann seine Japan-Rundreise zeigen wird. Da war ja jetzt den kompletten Dezember über in Japan bisher. Und ich bin da auch sehr gespannt auf den Stream, werde ich mir auch angucken. In der zweiten Stunde schaltet sich auch Monkey dazu, der war nämlich auch schon in Japan, wie irgendwie gefühlt fast alle Leute, außer Peli und ich. Aber vielleicht werden wir von unserem TCG-Brudi-Kanal ja mal nach Japan und dann richtig schön Karten shoppen. Das wäre eigentlich ein richtig geiles Video, wenn ich so drüber nachdenke. Okay, kommt auf die Liste, wird gemacht. Dann am Freitag haben wir nochmal Tim mit Heystan für das Fortnite Battle Royale Chapter, das da am Start ist. Es ist, glaube ich, schon am 3. rausgekommen, aber genau, Tim ist ja jetzt erst wieder da aus Japan. Und am Freitag, den 29., also eine Woche später, kommt dann nochmal das Jahresrückblicksteil mit Taito, Peli und Monkey, die dann nochmal, ach nicht, es ist gar nicht Jahresrückblick, es ist Jahresvorausschau auf 2024. Ja, habe ich sogar selber verwechselt. Also kurz zur Erklärung noch, wie es ablaufen wird. Die letzte Auslosung hier im Dauerstream wird am 25. Dezember um 9.30 Uhr passieren und dann ist dieser Dauerstream auch vorbei. Der Freitag, der 29. Dezember, ist tatsächlich auch der letzte eigene Stream so. Der ist dann für sich genommen wieder. Da sind wir wieder ganz normal live, wie ihr es gewohnt seid, mit unseren eigenen Slots. Und dann ist ja das Jahr auch schon durch. Im Januar haben wir schon die Planung angelegt, also da dürft ihr euch auch auf einiges freuen. Natürlich ganz wichtig, Anfang Januar ist auch Stream Reset, Stream Token Reset und die Shop-Auffüllung. Das bedeutet, wenn wir jetzt sehen, und ich glaube, das tun wir, dass ihr die letzten drei Preise aus dem Shop gar nicht mehr einlösen könnt, weil die Preise so unglaublich hoch sind, da müssen wir, glaube ich, dann nochmal anpassen. Das werde ich vielleicht dann nochmal an PlayStation richten. Aber ja. Wann gucken wir, dass Pudding seine PS4 Pro bekommt? Ja, das wird auf jeden Fall interessant, ne? Das wird nämlich, glaube ich, nicht reichen, aber da müssen wir nochmal gucken. 35.000 schon. Aber ich glaube, wir müssen es runtersetzen auf 39.000, oder? Weil es ist unrealistisch, dass wir da noch hochkommen auf fast 50. Also, das ist dann noch zu viel. Aber ja, das werde ich auf jeden Fall PlayStation nochmal ausrichten. Die werden das hoffentlich nochmal anpassen. Weil es wäre ja Panne, wenn jetzt sozusagen ihr so lange gesammelt habt und dann nichts mehr dafür einlösen könnt, weil die zu hoch sind und zu unrealistisch weit entfernt. Ja, genau. Ich würde sagen, dass wir die beiden... Ach, es sind nur noch zwei Preise. Gran Turismo und PlayStation Celebration, dass wir die jeweils um 10.000 runtersetzen. Dann könnte noch was werden. Aber selbst das... Ja, 40.000 meinst du, sind noch drin, Hachi? Ich weiß es nicht. Selbst 40.000 sind schon echt noch viel. Ja, 50.000 ist unmöglich. Genau. Und wie gesagt, es sind ja nur noch 6 Tage, jetzt bis zum 25. Aber gut, Freunde, das war es jetzt wirklich von meiner Seite. Das war auf jeden Fall ein sehr cooler Stream und schön, dass ich euch mal unsere Gaming-Ecke und TCG-Ecke zeigen konnte, auch von der Jenny mal ihren Thron und alle ihre coolen Sachen, die sie da so auf der DreamHack bekommen hat. Das Coolste ist natürlich ihr Mew-Tattoo, falls ihr noch nicht gesehen habt. Sehr, sehr schönes Ding. Ich habe den Stream seit Tag 1 der Aktion an und ja, es ist unmöglich. Ja, auf jeden Fall. Danke für den Stream, Eddie. Weiterhin gute Besserung und euch allen einen schönen Abend. Aber gerne doch. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Und falls ihr auch krank seid, auch auf jeden Fall gute Besserung. Es ist gerade einfach die Zeit, wo wirklich jeder krank wird, ne? So. Morgen früh gibt es dann erstmal wieder Reset. Stimmt. Reset gibt es natürlich auch noch ein paar Mal. Das können wir noch einrechnen, aber ich glaube 40.000 können wir als Maximum festlegen für PlayStation. Das passt schon. Ja. Schön auf jeden Fall, das ganze Feedback zu lesen zu den Tattoo und natürlich auch zur Ecke, die wir da so haben und zu der ganzen Mew-Sammlung, die Jenny mittlerweile aufgebaut hat. Sehr schön. Okay, Freunde, es war mir ein Fest. Ich gehe mich auskurieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es war wirklich ein schöner Stream und ja, wenn sich die Gaming-Ecke noch erweitert, dann werde ich euch das auf jeden Fall noch natürlich zeigen. In dem Sinne, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.